Also, wir haben da eine Kugel, wir haben drei von diesen komischen Druckplatten und wir haben das hier. Hallo. Was haben wir noch? Wir haben hier zwei Leitern. Ich gucke jetzt einfach mal, was hier so alles ist. Wenn ich schon mein doofes Radarding nicht einschalten kann. Was ist denn da oben? Gut, aber hier kommen wir wohl anscheinend noch nicht durch. Dann erstmal wieder runter. Was haben wir sonst noch so? Hier gar nichts. Da müssen wir doch auch bestimmt irgendwie hoch. Ich versuche erstmal die Kugel hier in eine der Öffnungen. Oder wie auch immer man das nennen mag, zu rollen. Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracochas Stab. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen, aber es ist möglich. Als wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Arthurs. Wie hieß das Ding noch gleich? Reiner Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Gut, was hat das jetzt gebracht? Nee, nee, noch nicht da hoch. Also, ich habe schon gesehen, dass hier da so dran auch noch eine Leiter ist. Da. Aber wie kommen wir da hoch, ist die Frage. Und was ist das? Ah. Okay, und wie ziehe ich den? Hui, weg da. Die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. Wir brauchen also noch die andere Kugel, okay? Eigentlich wäre das ja besser, oder was heißt besser, es wäre eigentlich ganz gut, wenn man, wo müssen wir überhaupt hin? Wenn ich das immer so schneiden würde, dass ich einen Abschnitt so in einer Folge habe. Das werde ich dann beim nächsten Mal versuchen. Das muss die Leute damals ziemlich beeindruckt haben. Ja, mir geht es ähnlich, Sip. Ja, also wie gesagt, beim nächsten Mal werde ich das versuchen. Ich denke mal, in dieser Folge hier schaffe ich das nicht mehr. Die ist schon relativ lang. Kann sie? Da kann sie nicht rüber. Nee, nee, das schafft sie nicht. Dann doch lieber hier? Ja, weil ich denke, das ist dann einfach. Das ist einfach besser, weil die Abschnitte sind ja, wenn man einigermaßen schnell durchkommt, sind die ja relativ kurz. Shit! Moment, also da kann ich noch nichts machen. Da kann ich sowieso nichts machen. Da brauche ich dann die Kugel von da oben. Aber ich muss doch nicht tatsächlich darüber. Das schafft sie nicht. Ich weiß auch gar nicht. Sie guckt da ja nicht so direkt hin. Habe ich vielleicht noch was übersehen? Ich versuche es jetzt mal. Doch, das schafft sie. Wow, hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Und jetzt rüber. Und jetzt hoch. Ich habe ja so ein bisschen Angst, wenn ich so weit oben stehe. Ach, wie schön hier. Gut, dann ganz vorsichtig hier die Kugel runterrollen. Nee, das kann doch jetzt nicht. Moment. Moment. Nee, nee, nee. Wir machen mal was anderes. Muss ich vielleicht die Kugel da, Lara, nein, dahin? Da reinrollen und dann wird die automatisch. Nein, wird sie nicht. Okay, dann muss ich die tatsächlich hier runterwerfen, ohne selber runterzufallen. Na komm. Bams. Ganze Kugel kaputt. Nee, okay. Wir könnten da noch rüber, sehe ich das richtig, um dann
Was ist das denn? Müssen wir darüber? Shit! Todesmutig! Scheiße, ich muss alles nochmal machen. Manno! Ah, sowas ärgert mich ja dann extrem. Ich habe jetzt gedacht, wir können darüber. Okay. Na gut, jetzt wissen wir wenigstens, wie das hier funktioniert. Ich hoffe, ich kann die Sequenzen wegdrücken. Nein, kann ich nicht. Jetzt vielleicht? Nein, wir müssen uns die angucken. Die vielleicht? Ja. Gut. Das wäre der Schamane Merlin und der Stab, das Schwert von König Arthurs. Wie hieß das Ding noch gleich? Reiner Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Oh, die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. So. Aber wir müssen doch auf die andere Seite. Muss man da nicht rüber? Ich weiß es nicht. So, komm rein. Nein. Okay, ich versuch's gar nicht mehr. Wow! Das muss die Leute damals ziemlich beeindruckt haben. Ja, mir geht es ähnlich, Sip. So. Und jetzt rüber. Und nicht wieder zur anderen Seite springen. Es endet nämlich ganz böse. Und die Kugel hier mit ein bisschen Schwung runterstoßen. Wo ist denn jetzt die Plattform da? Ja, jetzt... Aber bitte nicht springen, Lara. Bitte. Lass dich einfach fallen. So. So ist schön. Schafft sie das? Mann, sie hat das vorhin auch geschafft, aber das sieht mir so... Oh, Gott sei Dank. Das ist aber auch echt immer so gewagt hier mit den Sprüngen. So. Du kommst mal mit. Dich ziehen wir mal hier auf die andere Seite. So. Das haut einen um, was? Also, wir müssen da dran. Da kommen wir aber von hier auf keinen Fall dran. Aber von der Seite auch nicht unbedingt. Von daher gehe ich jetzt einfach mal wieder hier hoch. Oh oh. Seht sie euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Wunderbar, Lara. Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rutland in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen, an der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Lara. Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Okay. Moment, Anaya ruft gerade per Handy an. Ich stelle sie durch. Lara, kannst du mich hören? Diese Mistkerle aus der Stadt sind hier. Sie scheinen dir zu folgen. Das hier ist ein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen. Ach Gott. Gut, sorry, ich muss ich also... Und hatte Anaya kurz verloren. Aber sie ist vorerst in Sicherheit. Ist schon okay. Ich muss... Sag einfach Mensch. Bescheid, wenn unsere Söldnerfreunde näher kommen. Alles klar. Lass mich doch mal ausreden. Mann!
Ich schätze, ich muss den oberen Weg nehmen. Ja, den werden wir auch nehmen, nämlich hier rüber. Aber ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge oder gleich, wie auch immer. Tschüss! So, willkommen zurück bei Tomb Raider. Wir sind jetzt hier auf dem Rückweg und es sind schon wieder überall Söldner. Und wo müssen wir jetzt hin? Hier vielleicht? Ja, ich denke schon. Ja, das ist doch super gelaufen. Das war doch jetzt echt klasse. Eventuell ist mein Sound, also meine Stimme, jetzt ein bisschen lauter als sonst oder ein bisschen leiser, weil mir das mit den Soundeinstellungen noch nicht ganz so gepasst hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt passt. Kann ich da nicht? Ich kann da doch rüber. Oh, sag ich doch. So, und jetzt nach oben. Und, und dann darüber. Ah, shit, hier habe ich wieder so Angst, runterzufallen. Ich habe es ja schon mal gesagt, mein Gamepad ist relativ neu und huch, da muss man einfach nur mal so ganz leicht, hoch, lauf weiter, die Tasten antippen. Und schon funktioniert das hier, lauf weiter. Das, oh Gott, ich habe Angst. Das merke ich auch gerade hier sehr gut. Ich drücke ja eigentlich nach links, aber trotzdem wollte sie dann gerade nach hinten abspringen. So, hier runter, hier runter, hier runter, hier runter. Kann ich die vielleicht von hier? Nee, das funktioniert noch nicht. Okay, jetzt muss ich an die Liane und mich dann darüber schwingen. Okay. Okay. Oh, was war das denn? Kann nicht sehen. Schnell rüber. Ob sie runtergefallen ist? Vielleicht haben wir ihr Glück. Heute ist nicht mein Glückstag. Was macht das? Ach, Jungs, ihr seid so doof. Ich bin nicht gestolpert. Und ich war nicht so blöd, das verdammte Seil festzuhalten. So. Es war das? Ich kann wieder nicht... Ah, jetzt. Ach, Jungs, jetzt... So. Geht doch. Geht doch. Gut, das hat jetzt einigermaßen geklappt. Hier kann ich doch mit dem Haken rüber, oder? Aber... Ich kann auch darunter. Medipack brauchen wir nicht. Also hier brauche ich auch nicht unbedingt den Haken. Ja, es hat auch nicht funktioniert. Das ist auch klasse. Ich höre nichts mehr von Ihnen. Vielleicht ist Ihr Funkgerät aus. Oder Sie schlafen. Vielleicht machen Sie einen... Tja, was mache ich jetzt? Reinrennen und ballern. Yay. Ach, shit. Ach, ich hätte meine Granate hier nehmen sollen. Vorhin. Jetzt ist es zu spät. Aber rein theoretisch hätte ich eine nehmen können. Ist das ein Medipack? Dann nehme ich doch direkt mal eins und sammle das wieder auf. Komme ich hier raus? Sehe ich das richtig? Und jetzt wartet oben wieder so eine ganze Meute. Bestimmt auch ganz witzig. Muss ich echt da durch? Ich glaube, ja. Okay. Ach ja, hier ist jetzt gar kein Wasser mehr. Klar, das haben wir alles abgelassen. Und logischerweise ist das ja dann auch hier weg, ja. Ist klar. Aber jetzt gehst du bitte da hoch? Aber jetzt erwartet uns bestimmt eine ganze Meute. Oh Mann. Wohin? Hallo? Hoch vielleicht. Ich finde das immer so blöd, wenn man so wenig sieht. Hoch auf jeden Fall. Ach Mensch. Na komm her. Und nochmal nach oben. Ist ja jetzt auch geil irgendwie, dass plötzlich hier diese Lianen da sind. Ach, und wie cool sie springt. Sieht witzig aus. Aber vielleicht haben die Typen sich ja auch an den Lianen runtergelassen. Ich weiß ja nicht, wie weit nach oben muss ich denn. Ich habe einen Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt's keine Panther. Oh, hier sind viele. Hier sind viele. Das war eine Tarantel. Hast du in der Schule nur gepennt?